Hallo und herzlich willkommen zur Webinarreihe Einfach handeln, effektiv handeln. Wir haben heute den ersten Teil unserer Webseminarreihe auf Lager. Das heißt, wir werden uns heute um das Thema, wie du ein auf deine Persönlichkeit, Lebensumstände abgestimmtes Trading entwickelst. Und darüber werden wir in der nächsten Stunde ungefähr sprechen. Das Wir heißt, ich bin nicht alleine, ich bin Mike Thielen, bin beim S-Broker als Senior Product Manager auch unter anderem für die Akademie zuständig. Also alles das, was man beim Thema Vorträge, Webseminare und so weiter kennt. Da habe ich meine Finger mit im Spiel. Und neben mir auch mit dabei, und den begrüße ich jetzt auch recht herzlich, Dr. Raimund Schrieg. Hallo Raimund. Hallo Mike, hallo liebe Zuhörer. Ja, Raimund, schön, dass du da bist. Wir haben uns für dieses Jahr auch wieder einiges vorgenommen in unserer Webseminarreihe. Ich hoffe, du bist gut vorbereitet, auch auf meine Fragen, die ja dann später noch kommen. Die sind immer wieder für mich überraschend. Ich versuche da spontan zu sein, aber auf die Frage, die du mir immer stellst, bin ich vorbereitet. Ja, danke schön. Sehr gut. Also, wir werden heute, wie gesagt, mit Teil 1 beginnen. Raimund, ich würde dich aber gleich mal bitten, vielleicht so einen kleinen Überblick zu geben, was denn eigentlich auf alle Teilnehmer zukommt und wie es eben beim Trading und beim Investing so ist. Die Musiker von AC/DC haben es so passend beschrieben: It's a long way to the top if you wanna rock and roll. Und genauso ist es hier im Thema oder beim Thema Börse auch. Und es ist eben nicht nur das Thema Zahlen, sondern es ist eben auch viel Persönlichkeit dabei. Und wie man dann eben eigentlich manchmal auch gegen sich selbst ankämpfen muss, um erfolgreich zu sein. Was erwartet denn die Teilnehmer im Laufe der Webseminarreihe? Naja, wenn ich es so ausdrücken würde, würde ich sagen, fast tatsächlich so ein kleiner Trading-Kurs, bei dem natürlich jede Persönlichkeit, also jeder Einzelne im Vordergrund steht. Und wir haben über die 8 Webseminare sehr unterschiedliche Elemente, die immer wiederkehren. Da ist natürlich Wissensvermittlung, da ist natürlich Trading-Praxis, da ist aber auch ein Coaching-Tool, das man lernen kann, wie man vielleicht mit sich selbst besser zurechtkommt und auch, und das war Mikes großer Wunsch, dass wir uns mal um die Dinge im Speziellen kümmern, wo es um eher unbewusste Dinge geht, die wir eigentlich immer wieder einfließen lassen, die uns vielleicht am langen Ende aber dann tatsächlich auch Geld kosten. Also wir gehen über die Persönlichkeit, gehen auf die Strategie, schauen uns aber vielleicht auch das ein oder andere zu so Aktien, Wertwachstum und Momentum angehen, dann über zu Markteffekten, technische Analyse und runden schließlich das Ganze dann noch mit Indikatoren oder Candlestick-Formationen ab. Also es ist im Prinzip ein Kurs, der sich auch lohnt nachzuarbeiten und ich denke mal, das, was wir in einer Stunde bieten, das könnte man auch in 3 Stunden verpacken. Insofern wünschen wir uns vielleicht, dass jeder das nacharbeitet, denn jeder, der heute zuhört, kann ein erfolgreicher Trader sein und die Unterlagen sind wie bei den anderen Webinaren auch von meiner Webseite downzuloaden auf eine ganz einfache Weise. Ja, Ramon, vielen Dank für diese kurze Einführung. Und bevor wir jetzt loslegen, noch erstmal die Frage an alle Teilnehmer, ob das Thema Bild und Ton okay ist, also ob ihr uns auch gut hören könnt. Ich habe jetzt einmal vernommen, dass der Ton etwas leise ist, aber ich sehe hier bei vielen anderen Rückmeldungen, dass er eigentlich sehr gut ist. Also wenn ich da noch mal ein paar kritische Stimmen sehe, dann versuchen wir da nochmal was dran zu drehen, aber ich sehe jetzt hier nochmal vermehrt, dass alles gut ist. Sehr gut. Dann legen wir auch los, Raimund. Und bevor wir loslegen, der kurze Disclaimer, dass wir ja eben auch hier viele Informationen preisgeben, auch viel über Börse, über Aktien, über möglicherweise Strategien auch sagen, dass das Ganze aber eben keine Empfehlung ist, keine Beratung, kein Angebot zum Kaufen, Halten oder Verkaufen von Finanzinstrumenten darstellen soll und eben auch keinerlei Finanzanalyse. Es ist rein informativ und deskriptiv und soll eben auch nur sozusagen hier unterstützen, aber eben niemals sozusagen empfehlenden Charakter haben. Und damit würde ich einfach an dich direkt abgeben, Raimund, dann kannst du noch ein paar Worte auch zu dir selbst sagen. Vielen bist du ja auch ein Begriff und schon bekannt, aber es gibt sicherlich auch einige dabei, die auch neu
beim Thema Trading und Investing dabei sind. Und von daher stell dich doch einfach mal ganz kurz vor. Ich werde dir auch direkt mal den Bildschirm übertragen. Ja, vielen Dank, Mike. Ja, ich bin seit vielen, vielen Jahren, ich will nicht sagen Jahrzehnten, aber fast in die Richtung geht das schon. Von Beginn an, Sekunde. So, dann bringe ich auch ich nochmal die Folie. In diesem Bereich tätig, zunächst als Geldanleger, später als Trader, jetzt als Trader-Coach seit mittlerweile über 10 Jahren. Ich habe zwei Bücher geschrieben. Im zweiten, was mir besonders am Herzen liegt, Du bist Trader, da gehen auch viele Klientendaten ein, Umfragen. Es ist ein sehr praktisches, praxisorientiertes Buch, wo man sich in gewisser Weise auch selber schulen kann. Und in diesem Buch findet ihr definitiv Dinge, die in anderen Büchern nicht beschrieben sind, zumindest nicht im Trading-Bereich. Und ein weiterer Punkt, der mir wichtig ist, neben dem, dass ich natürlich präsent bin durch Seminare, im Moment eher weniger natürlich, auch als Sprecher. Ihr wisst, die ganzen Events fallen im Prinzip aus. Das heißt, wir haben hier dieses Medium. Ist mir aber auch noch wichtig, dass ich mich viel mit Neurowissenschaft beschäftige. Denn letztlich entscheidet sich vieles in unserem Kopf. Unsere Nerven spielen eine große Rolle, auch bei Entscheidungen natürlich. Und beides Themen, die sich lohnen, wirklich zu vertiefen. Das eine, sich mit seiner Persönlichkeit auseinanderzusetzen, kommt euch auch in anderen Lebensbereichen zugute und natürlich aber auch dieser Aspekt, wie ticken Menschen? Also nicht nur, wer bin ich, wie gehe ich mit mir um, sondern wie erreiche ich möglicherweise auch den anderen oder erreiche das, was ich mir vorstelle. So, und in diesem Sinne, was wir gerne vielleicht vorab noch gerne wüssten, wen wir hier gerade heute bei uns haben. Und die Frage da, wenn du so gut bist, Mike, die Umfrage zu starten, bist du Trader oder Anleger? Und als Antwortmöglichkeiten haben wir da Trader, Anleger, Trader und Anleger, also beides. Manch einer fragt sich auch, gibt es da überhaupt einen Unterschied? Was ist denn der Unterschied zwischen einem Trader und einem Anleger? Und vielleicht ist auch jemand dabei, der weder noch ist, sondern einfach nur zuhört, weil ihn das Thema interessiert, weil er auf andere Weise zu uns gestoßen ist, wie auch immer. Also in diesem Sinne bitte ich kurz um Antworten. Und Mike, wenn mehr als vielleicht 60% gewählt haben, vielleicht sagst du uns dann kurz das Ergebnis. Herr Raimund, es wird noch fleißig gewählt. Es sind aber schon weit über 60. Wir sind jetzt bei knapp 80 angekommen. Oh, Jetzt, Spitze. Ja. genau, jetzt sogar schon leicht über 80. Also warten wir vielleicht noch mal 10 Sekunden, dann haben wir auch die Minute voll, wie die Umfrage läuft. Und bisher gibt es keinen eindeutigen Sieger. So viel kann ich schon mal sagen. Das war fast wie bei einer Wahl. Okay, bei einer richtigen Wahl, wo das ja auch seit vielen Jahren immer so auf das Messerschneide steht. Also, gehe dann schon mal einen Schritt weiter und bin bei der Übersicht angekommen. Das erwartet euch heute. Geldanlage, langfristiges Raimund, Trading. Ja, ich höre. bevor ich dich oder bevor du weitermachst, ich habe jetzt die Umfrage beendet. Jetzt Ja. sind die Ergebnisse auch da und sollte auch von jedem sichtbar sein. Wir haben 7%, die gesagt haben, ich bin ausschließlich Trader. 47% sagen, ich bin Anleger. 38% sagen Trader und Anleger. 7% fragen, ob es überhaupt einen Unterschied gibt. Und 1% sagt, keins von beiden. Alles klar. Gut, also ob es einen Unterschied gibt, das werden wir auf der Folie, die sich an diese anschließt, sehen. Da werde ich das kurz erläutern. Für diejenigen, die jeweils nur eins sind, also ich bin Trader und ich bin Anleger, für die ist es natürlich in gewisser Weise einfach, weil sie nicht hin und her switchen müssen von ich trade jetzt, also was macht mein Trading aus und was macht meine Geldanlage aus. Und ich beobachte seit vielen Jahren bei etlichen Klienten, die beides sind. Einerseits, weil sie historisch auch familiär geprägt gute Anleger sind, aber auch entdeckt haben, dass man heutzutage tradet. Und dieses unterschiedliche Verhalten, das zeigt sich dummerweise oft eben auch nicht in ihren Verhaltensweisen, denn die sind eher Anleger geprägt. Und insofern ist es für viele eine Herausforderung, die letztlich dann beides sind. Wir gehen mal auf die Seite, kurz vielleicht noch zur Übersicht. Wir gucken uns an, was sind Anleger, was ist Trader, was zeichnet das aus und ob man vielleicht auch als Anleger mit Zielen und Stops arbeiten kann, also als langfristiger Trader unterwegs sein. Da muss man gar nicht so viel justieren. Und dann ist auch natürlich wichtig die Herangehensweise. Bin ich eher ein Stratege oder bin ich jemand, der Gelegenheiten erkennt und die dann auch nutzt?
Und letztlich, und das ist vielen gar nicht bewusst, braucht es Vorbilder. Wir alle lernen irgendwann laufen, wir lernen sprechen, wir lernen bestimmte Dinge von unseren Vorbildern. Auch im Sport ist das so. Manches animiert uns dazu, vielleicht über Jahre uns in der Schwimmhalle zu quälen oder eben auch in der Leichtathletik oder aber auch bei irgendeiner Ballsportart. Und beim Trading fehlen die Vorbilder in gewisser Weise und wir müssen gucken, wie gelangen wir dazu, dass wir als Trader auch in die Situation kommen, tatsächlich auch langfristig erfolgreich zu traden. Geldanlage und Trading oder Geld oder Anleger und Trader ist in gewisser Weise allein vom Verhalten unterschiedlich. Geldanlage ist eher passiv. Ich kaufe, warte ab, gucke vielleicht nach 5 oder 10 Jahren, was ist geschehen. Und in der Regel, wer die Märkte beobachtet, wenn man jetzt nicht eine dieser, sagen wir mal, echt etwas dunkle Zeiten für Anleger im Auge hat, dann wird es natürlich am langen Ende sind die Märkte gestiegen, wenn wir uns die großen Indizes angucken. Ein Trader geht viel verantwortungsvoller um. Er ist flexibler, er reagiert auf Situationen. In einer sich anbahnenden Krise im Zweifelsfall stellt er seine Position glatt oder er geht auf die Short-Seite. Und allein das ist auch ein großer Unterschied. Die ge klassische Geldanlage ist natürlich long positioniert. Ich kaufe und halte was fest. Beim Trading kann ich aber auf beide Seiten, an beiden Seiten Geld verdienen. Steigen die Kurse, bin ich mit einer Long-Position unterwegs, fallen die Kurse mit einer Short-Position. Die Geldanlage ist im Prinzip ausschließlich langfristig. Da sprechen wir über größere Zeiträume. Beim Trading allerdings kann ich vom Daytrading bis zum langfristigen Trading jedes Zeitfenster nutzen. Und das, was die Geldanlage vor allem vom Trading unterscheidet, Voraussetzung ist hier, der Trader hat eine Strategie, mit der er erfolgreich sein kann, einen positiven Erwartungswert hat, ist die Drawdown-Phase. Wenn wir die Corona-Krise, die sogenannte, als Beispiel nehmen, dann sehen wir, dass sich dieser Krisenmodus relativ schnell erledigt hat, innerhalb von Monaten, zumindest was das Chartbild, nehmen wir jetzt als Beispiel den DAX, zeigt. Aber es gibt auch Phasen, wo Drawdown-Phasen sehr viel länger sind und ich Jahre brauche, das, was sich da ereignet hat oder die Märkte jahrelang brauchen, um das wieder aufzuholen. Und letzten Endes ist es auch so, dass bei der Geldanlage das Kapital gebunden ist, beim Trading aber immer kurzfristig verfügbar. Ich habe hier eine Grafik, die mal veranschaulichen soll, wie man mit Trading Geld verdienen kann und mit Geldanlage. Gucken wir uns zunächst die rechte Seite an. 3 Jahre Geldanlage mit 3%, 8%, 12% verzinst, sieht man dieses Ergebnis nicht unbedingt hier immer im Zinseszinsmodus, sondern einfach pro Jahr die Zinsen aufaddiert. Das gar nicht großartig kompliziert gemacht. Es geht hier nur um das Verhältnis. Auf der linken Seite ist jemand, der ein Tradingkonto von 10.000 Euro hat und am Tag nur 10 Euro verdient. Bei 240 Handelstagen, tun wir mal so, mal 10 Euro sind wir bei 2.400 Euro Verdienst im Jahr, wohlgemerkt natürlich im Schnitt. Das heißt nicht, ich trade und höre nach 10 Euro auf, sondern es gibt da natürlich Verlierer und Gewinner. Es gibt größere Verluste, es gibt kleinere Verluste, das gleiche auf der Gewinnseite. Und es mittelt sich so raus und wir wollen nur dieses kleine Stückchen immer aus dem Markt schneiden und verdienen dann im ersten Jahr schon fast so viel wie 3 Jahre Geldanlage mit 8%, die es heute gar nicht mehr gibt. Das heißt, im zweiten Jahr ist die Grundlage für dieses wenige, was ich aus dem Markt rausschneiden will, nicht mehr 10 Euro, sondern 12,40 Euro, weil sich mein Grundkapital ja über das erste Jahr zum zweiten etwas erhöht hat. Und so ist es entsprechend auch im dritten Jahr. Da sind es dann eben die 15,38 Euro. 38, die man pro Tag verdient. Und so kann man mit Trading relativ gut sich entwickeln. Die Ertragskraft steigert sich. Und vor allem bei dieser Vorgehensweise geht es auch darum, das Ganze maßvoll zu machen, mit wenig viel zu erreichen. Das ist vor allem für Anfänger wichtig, denn manches funktioniert tatsächlich gut, wenn wir mit kleinem Risiko unterwegs sind. Wenn wir aber das Gleiche machen mit etwas größerem Risiko, dann klappt es oft nicht. Die Gründe sind dafür vielfältig. Das würde hier an dieser Stelle zu weit führen. Aber verlasst euch einfach mal drauf. Das ist die Erfahrung von jahrelangem Coaching und natürlich auch meiner eigenen.
Wo unterscheiden sich Trader? Und da ist ein Stück weit dieser Blick, dass ich mich mal vor den Spiegel stelle und so sage, wer bin ich denn überhaupt? Ich möchte traden, aber wie mache ich das? Wer bin ich? Und da fange ich natürlich an, welches Lebensalter habe ich? Welche Erfahrung habe ich? Und habe ich überhaupt Trading-Erfahrung? Das ist ein Punkt, wo sich alle unterscheiden. Ein zweiter ist natürlich die Lebensumstände. Viele haben überhaupt gar keine Zeit zum Traden. Auch dessen sollte man sich bewusst sein, dass ich das nicht mal morgens im Stau aus dem Auto machen kann oder abends in der S-Bahn, wenn ich auf dem Rückweg von der Arbeit nach Hause bin. Ich brauche Zeit für Trading. Das ist ähnlich wie eine Verabredung ins Kino, ins Theater oder zu einer Sportveranstaltung. Und dann unterscheiden wir uns natürlich alle in dem, wie wir wahrnehmen, wie wir entscheiden, wie wir möglicherweise auch Positionen entdecken, die attraktiv sind, also die Perlen des Markts oder vielleicht auch immer strategisch vorgehen. Das heißt, unsere Persönlichkeit und das, was wir tun, muss eins zu eins passen, wie ein gut sitzender Anzug oder ein gut sitzendes Kleid. Das ist eine sehr wichtige Geschichte, dass ich nicht unbedingt Dinge übernehme. Ich kann mich inspirieren lassen, aber meistens schaffe ich es nicht, die Dinge eins zu eins umzusetzen, die ich bei anderen höre oder sehe. Beim Kapital keine Frage. Es gibt Menschen, die wollen mit sehr wenig Kapital viel erreichen. Manche haben übermäßig viel Kapital. Ich nenne jetzt bewusst keine Summen. Eine gewisse Kontogröße sollte man vielleicht haben, bevor man sich auf das Trading einlässt. Und natürlich ist es wichtig, einen Markt zu finden, der auch zu einem passt und auch ein Finanzprodukt, was man durch und durch begreift. Es gibt immer wieder Produkte, die sind so konstruiert, dass sie auch Experten, vermeintlichen Experten eben schwerfallen zu durchschauen. Und dann geht es natürlich um das Thema Risiko und letztlich Ziele. Bin ich bereit, ein Risiko zu tragen? Wie gehe ich damit um, wenn ich Geld verliere? Das ist ein großer Fragenkomplex, der an dieser Stelle, den sich jeder mal für sich beantworten kann. Und nehmt euch mal einfach Zeit. Guckt euch diese 7er-Sequenz mal an und schreibt euch mal dazu, wie es da bei euch bestellt ist. Ich selbst bin großer Fan vom Trading, auch vom Daytrading. Ich habe da nie einen Hehl draus gemacht, dass ich besser schlafe, wenn ich keine Position über Nacht halte, vor allem in Zeiten hoher Volatilität. Und die Vorteile des Traders sind natürlich, sie nutzen die Bewegung der Märkte in beide Richtungen. Im Gegensatz zum Anleger. Sie haben in der Regel auch geringere Kontoschwankungen, wenn Sie es denn richtig angehen, weil Sie vermeiden eben auch mehrjährige Aussitzphasen, in denen das Kapital einfach nur schrumpft, weil wir vielleicht in eine Rezession oder dergleichen geraten oder auch die Marktteilnehmer überreagieren, um dann, und wir wissen es, wir haben gesehen, der DAX war bei fast 14.000, zwischendurch war er. Was war es im April, Ende April, bin ich ganz sicher, bei ungefähr 8.000. Und ein Vorteil vom Trading ist auch, ich habe das Kapital ständig bei der Hand. Ich kann was damit machen, was unabhängig vom Trading ist. Und manch ein Anleger guckt, wo war mein Einstiegskurs? Ah, das sieht jetzt nicht so gut aus und erfüllt sich vielleicht auch nicht den ein oder anderen Wunsch oder das, was gerade notwendig ist, weil er daran festhält, dass er jetzt vielleicht Geld verloren hat. Beim Trading geht bestenfalls die Kurve, die Ertragskurve stetig bergauf. Man setzt sein Kapital auch einem geringeren Risiko aus, weil man ja eben auch nur kurze Zeit im Markt ist. Und deswegen habe ich da drüber geschrieben, Vorteil Daytrader, Fragezeichen, man trägt kein Übernachtrisiko. Und was Übernachtrisiko in den letzten Monaten immer mal wieder bedeutete, haben wir gesehen. Aber es gibt auch, wenn man aktienaffin ist und sich beispielsweise für Chemie, Pharma, Biotech-Aktien interessiert, dann muss man auch immer wieder damit rechnen, dass man Kurslücken hat. Und selbst wenn man dann einen Stop sinnigerweise gesetzt hat, kann man möglicherweise am langen Ende doch in die Röhre schauen, weil man eben für den nächsthandelbaren Kurs aus dem Markt geschwemmt wird. Man muss sich auch nur während der Handelszeiten mit dem Kapital beschäftigen. Auch das ist im Prinzip eine gute Geschichte. Es gibt allerdings natürlich etliche auch, die sich in den Märkten ausprobieren und die sagen nach Regeln, das ist nicht meins. Ich bin vielleicht eher intuitiv. Dann ist es wichtig, dazu zu stehen und zu sagen, okay, Regeln ist nichts für mich. Aber wenn ich versuche, mich an Regeln zu halten, aber es mir nie gelingt, kann ich natürlich auch danach gucken, wo kann das Problem liegen? Will ich das Problem lösen? Aber eine Möglichkeit ist eben auch zu sagen, ja, pff, das interessiert mich gar nicht. Ich durchbreche ohnehin jede Regel, selbst wenn ich sie selbst
kreiert habe. Ich habe einige Klienten, die haben gute Strategien entwickelt. Die würden auch funktionieren, wenn sie sich an ihre eigenen Regeln halten würde. Das finden vielleicht manche von euch witzig, aber es ist tatsächlich so. Das heißt, in uns drin ist auch so eine Instanz, die sagt, boah, ich habe ein Gefühl, ich habe eine Intuition, ich mache das. Und dann wichtig natürlich mit gutem Risiko und Money Management. Und andere sagen eben, ich bin da eher der rigide Typ. Ich schaffe es, mich an Regeln zu halten. Das kennen wir auch von bestimmten Berufsgruppen. Es gibt Berufsgruppen, die sind sehr stark an Regeln gebunden. Nehmt mal Rechtsanwälte, überhaupt alles im Bereich von Recht, aber auch im Bereich von Polizei, wo es um Kontrolle geht, auch Controlling. Könnt ihr über unterschiedliche Berufe philosophieren. Manch einer kann sich an Regeln halten, wobei ich ergänzend sagen muss, dass euch das nicht unbedingt beim Trading hilft, denn ich habe jemanden, der hat bei einer großen Automobilfirma, war er fürs Controlling zuständig und sein Trading sah an alles andere als, ich sag mal jetzt, kontrolliert aus. Also in diesem Sinne, ob ich eine Aufgabe wahrnehme und etwas anderes betreue oder verwalte oder mich um meine eigenen Angelegenheiten kümmere, das ist immer noch mal was ganz anderes oder kann zumindest was ganz anderes sein. Gelegenheitstrader, wer sich darin erkennt, sagt, ah, mir sind Regeln zuwider, ich finde es schwierig, strategisch zu traden, ich folge viel lieber meiner Intuition, dann kann ich euch sagen, da seid ihr eigentlich auf dem, ja, das ist eine gute Geschichte. Man weiß heutzutage, dass viele Entscheidungen, auch in großen Unternehmen, auch DAX-Unternehmen, gibt es eine schöne Studie drüber, dass die allein intuitiv getroffen werden und nachher erst begründet werden durch Rationales, damit man das gut verkaufen kann. Also die Intuition spielt schon eine große Rolle. Und wenn ihr da euer Risiko im Auge habt, passt das eigentlich ganz gut. Nützliche Gewohnheiten für Gelegenheitstrader sind, und das ist wichtig, weil man kann immer traden. Ihr könnt nachts traden, ihr könnt morgens früh traden, ihr könnt den ganzen Tag traden, abgesehen vom Wochenende. Irgendein Markt hat immer geöffnet. Und ich brauche, weil Trading hat auch eine, ich sag mal, eine Suchtkomponente, eine ich will mehr, ich will mich verbessern Komponente. Also man kann sich da schon, ist ähnlich wie mit dem Handy oder anderen technischen Geräten, man kann da schon beibleiben und deswegen braucht es einen Anfang und ein Ende. Ihr kennt das von vielleicht euren Kindern oder Enkeln, dass ihr sagt, heute 20 Minuten Handy oder 10 Minuten das Spiel könnt ihr machen, dann wird das Ding zur Seite gelegt. Und das ist etwas, was wir beim Traden auch machen müssen. Wir müssen lernen, was ist meine Trading-Zeit? Und insofern brauche ich eine Zeit, in der ich mir Zeit fürs Trading nehme. Und ich sollte bestenfalls auch definieren, wie lange denn ein Trade auch dauern darf. Wenn ich wochenlang in einem Trade drin hänge, der mir gar nichts bringt, kann ich auch überlegen, ob ich mit dem Geld was anderes mache. Ich gebe euch hier ein Beispiel. Einstieg morgens kurz nach 9. Ihr erreicht euer Ziel Z hier kurz nach 10 und im Prinzip habt ihr dann den Tag zur freien Verfügung, wenn das jetzt eure Vorgehensweise wäre und ihr nicht auch noch andere Tätigkeiten hättet, dann wäre das super für euch, weil ihr nach kurzer Zeit ein Ziel erreicht habt. Die meisten sagen dann aber, na ja, was einmal geklappt hat, klappt auch zweimal. Ich steige da nochmal ein und dann merkt man vielleicht nicht, dass sich die Marktteilnehmer oder auch die Märkte gegen Mittag verändern. Die Dynamik geht verloren, das Momentum wird kleiner und man erreicht vielleicht nicht mehr die 100% des Trades, die man beim ersten Trade hatte. Den habe ich hier mal mit 500 € markiert, sondern landet, würde vielleicht bei 400 landen. Das reicht uns oft aber nicht. Das ist eine Kopfsache, dass man sagt, naja, wenn das einmal klappt, klappt das auch zweimal. Und 400 ist nicht 500, ist ein platter Satz, stimmt aber. Und in diesem Augenblick passiert Folgendes. Man verliert das Geld vielleicht wieder. Da seht ihr dieses hellrote Kästchen. Und in diesem Kästchen ist der Text, den man sich vielleicht vor sich hin philosophiert. Naja, ich habe ja noch nichts verloren. Stimmt. Ich hatte aber auch noch nichts gewonnen, obwohl ich eigentlich schon 400 € im Plus mit meinem Konto war für den zweiten Trade. Und dann passiert bei vielen auch, dass sie so unachtsam werden, dass sie das Geld, was sie am Vormittag in den ersten Handelsstunden gewonnen haben, dann auch wieder verlieren. Das könnt ihr auf jede Tages- und Nachtzeit anwenden. Es geht einfach nur darum, woran orientiere ich mich? Was kann ich erreichen? Macht es Sinn, mit Stop und Ziel zu arbeiten und dann wirklich aufzuhören oder philosophiere ich irgendwas vor mich hin, dass ich am langen Ende bei Null rauskomme. Und das ist noch die Variante, wo immerhin plus minus Null rauskommt und man nicht übermäßig Adrenalin verschossen hat oder,
übermäßig Zeit investiert hat. Aber bei vielen geht es dann weiter und dann fragt sich, was man dann am Nachmittag, wenn die Amerikaner eröffnet haben, dann eben noch erreicht. Also im Prinzip eine nützliche Gewohnheit für Daytrader ist, mit Zielen zu arbeiten und sagen, hier, das reicht für mich heute, ich habe mein Ziel erreicht, um dann das, was ihr da hinter dem grauen Vorhang seht, gar nicht mehr mitzumachen und dann meinen Tag zu kreieren. Das ist ja das, warum viele traden. Sie wollen Raum für sich haben, aber bei vielen habe ich auch den Eindruck, dass sie sich zum Sklaven ihres eigenen Tuns an der Stelle machen. Frage ist natürlich auch, wer ist mein Vorbild? Von wem lerne ich traden? Und insofern, ich bitte dich, Mike, nochmal die zweite Umfrage, die wir heute dabei haben, zu starten. Und das ist eine ganz, ganz wichtige Frage. Wer ist dein Vorbild beim Traden? Niemand? Ein Familienmitglied, eine Freundin, vielleicht auch ein Arbeitskollege, ein Partner, jemand, der auf einer Trading, den ich auf einer Trading-Veranstaltung kennengelernt habe, oder jemanden aus dem Bereich Finanzentertainment, das nenne ich immer ganz groß so, meine hier aber die, die eher unaufgeregte Wissensvermittler sind. Da du das gerade mal nicht machst, gucke ich mal, ob ich die starten kann, Mike. Da ist sie Wie geöffnet, gesagt, alles klar. ich Alles wollte klar. nur warten, bis du alles vorgelesen hast, damit Okay, man das dann auch gut. besser vielleicht einordnen kann. Alles klar. Die Trader-Legende, damit meine ich eben wirklich große Leute. Es gibt Bücher über den einen oder anderen, Livermore Rogers, gibt es eine Auswahl von Büchern, aber auch Thoreau und Saikota. Das sind alles Leute, die mit bestimmten Strategien Geld gewonnen haben, manch einer aber auch gleich wieder verloren hat. Und da ist die Frage, ob wir sowas eins zu eins übernehmen können, wer dabei für uns dabei Vorbild ist. Und ich sehe in diesem Fall glücklicherweise, wie das mit der Kurzumfrage aussieht. Und ich bin über das Ergebnis, was vermutlich so oder so ähnlich bleiben wird, auch begeistert. Denn ich fasse das mal kurz. 73% sagen niemand. Und das lässt euch Raum, Dinge zu entwickeln. Das ist eine sehr, sehr gute Geschichte, weil ihr euch nicht an anderen orientiert. Ihr macht euch nicht von anderen abhängig. Und man sieht schon, 8% sagen Familienmitglied, Freund, Freundin, Arbeitskollege. Da sieht man schon, in der Familie ist das Trading nicht verankert. Jemand, den man auf einer Veranstaltung kennengelernt hat, da ist nur 1%, also im Prinzip so gut wie niemand. Und jemand aus dem Bereich Finanzentertainment, vermeintlicher unaufgeregter Wissensvermittler, immerhin 7%. Die Trader-Legende immerhin auch noch 11. Also, gute drei Viertel sagen, ich habe kein Vorbild. Und das ist eine gute Geschichte in diesem Zusammenhang, weil Vorbilder, und ich habe hier zwei Beispiele mitgebracht, wenn es um Erziehung geht, diese Trader-Erziehung, die müssen wir selber übernehmen. Wir können uns inspirieren lassen, wir können auch mal über den Tellerrand hinausschauen, aber wir haben niemanden, der uns das so beibringt wie Essen, Sprechen oder eben auch andere Dinge. Wir haben keine Lehrer. Die gibt es nicht, selbst wenn wir glauben, dass es sie in der Branche gibt. Dann nimmt uns niemand an die Hand und wir haben das auch nicht im Blut. Die erste Geschichte hier, Erziehung bedeutet Beispiel und Liebe, sonst nichts. Das können wir etwas schlechter anwenden. Aber die zweite, die hilft uns, dass wir uns, ich habe hier Rudolf Steiner bemüht und auf der linken Seite Friedrich Fröbel, den Gründer des ersten Kindergartens, also Leute, die sich mit Menschen auseinandergesetzt haben. Und letztlich jeder, der mit Traden beginnt, hat da noch dieses, ich sag mal, dieses Kindsein in sich, dieses natürliche Entdecken von den Märkten, von den Möglichkeiten, von den Strategien. Ich muss mich ausprobieren, um letztlich auch das zu finden, was zu mir passt. Und dabei sollte ich möglichst wenig Risiko eingehen, damit ich, wenn ich dann Dinge viel strategischer angehe oder gefunden habe, was mir Freude macht, womit ich Geld verdienen kann, dass ich dann eben auch das entsprechende Kapital dafür zur Verfügung habe. Letztlich sind die Märkte es, die uns erziehen und ich kann an den Märkten lernen. Also ich tue etwas, ich gehe eine Position ein und ich bekomme Feedback vom Markt. Ich brauche im Prinzip nur mich selbst in Kombination mit dem, was macht der Markt und muss eine gewisse Empathie entwickeln. Also ich muss mich selber erziehen, um mit meinen Trading-Ergebnissen auch umgehen zu lernen. Das ist eine hammerkomplizierte Materie insofern, als ich dann immer wieder mit meinen Gefühlen, Gedanken und Handlungsmustern konfrontiert bin. Denn manches, was beim Traden
mir, sagen wir mal, nach oben kommt und ich darüber mal nachdenken muss, das kann ich in natürlichen Situationen mit anderen Menschen umgehen. Hier ist ganz klar, ich habe einen guten Trade gemacht oder ich habe einen schlechten Trade gemacht. Das kriege ich dokumentiert, da kann ich nicht drum rumreden. Das kann ich nicht durch meine, ich sage mal, meine Art, mit beispielsweise Menschen und Situationen umzugehen. Hier muss ich mich der Situation stellen. Und an der Stelle muss ich mich wirklich selber an die Hand nehmen. Aber wenn wir schon familiär, und das ist bei den meisten so, weil Trading ist eine entwicklungsgeschichtlich junge Geschichte. Wir sind ja hier mit dem Computer unterwegs. Computer gibt es natürlich schon länger, aber dass wir von zu Hause Trading-Entscheidungen fällen können, in einem Maß, wie wir das heute innerhalb von Sekunden machen können, das gibt es natürlich erst in gewisser Weise ein paar Jahre. Wir Menschen haben in anderen Situationen deutlich mehr Erfahrung, wie man gewisse Dinge regelt. Und die Frage ist, ob wir nicht in anderen Bereichen auch mal wildern können und auch mal da gucken können, wo wir was lernen können. Und da habe ich mich mal in den Bereich Sport begeben. Und ich finde, dass man hier eine ganze Menge lernen kann von Tradern, Managern, aber auch Schiedsrichtern und letztlich natürlich auch Tradern. Und ich zeige euch, warum das wichtig ist, weil wir brauchen Vorbilder, um zu lernen. Und wir könnten einfach mal gucken, was kann ich von Trainern lernen? Und ich habe hier mal zwei wirklich sehr konträre von ihrer Ausstrahlung mitgebracht. Die meisten von euch kennen sie. Und sollte jetzt jemand dabei sein, der jetzt Fußball nicht so spannend findet, das macht nichts. Das ist in diesem Fall einfach nur so gemeint, dass man ich hier Personen habe, die vermutlich die meisten von euch kennen. Und darum geht's. Wir haben hier einen eher Extrovertierten und einen eher Introvertierten. Die Frage ist, was beim Trading sinniger ist, ob ich eher nach außen gehe und vielleicht auch mal eine Kampfansage mache oder ob ich dann mich eher ein bisschen zurückhalte. Das sollte vielleicht jeder für sich selber beantworten. Vor allem ihr euch und in diesem Fall auch mal wieder vor den Spiegel stellen und gucken. Aber was kann ich lernen? Ich kann von Trainern lernen, dass ich in diesem Fall, habe ich immer in Klammern auch auf uns gemünzt, dass ich Produktkenntnis erlange, marktbezogen mich da bewege und aber auch auf und abwärts und so weiter mir den Trend angucke. Also ich erkenne Stärken und Schwächen in dem Fall von mir selber und versuche die auszumerzen. Ich stelle immer die bestmögliche Mannschaft auf, natürlich, und das stelle ich auf den Gegner ein, und insofern muss ich einen Markt finden, der zu mir passt. Ich habe das Thema, dass ich für Balance sorgen muss. Also Chance und Risiko muss ich beides im Auge haben. Ich kann nicht nur eine Mannschaft mit Kämpfern haben und nicht nur eine Mannschaft mit Technikern. So ist es beim Trading letztlich auch. Ich darf nicht nur die eine Seite, das Risiko im Auge haben. Dann lande ich irgendwann dort und fange mein Risiko ein und werde vielleicht ausgestoppt, sondern ich muss auch sehen, wo kann es hingehen, wo ist mein Ziel. Und ich sollte das auch immer auf meine Gesamtressource, also mein Gesamtkapital abstimmen. Und die Frage ist, wie reagiere ich auf eine Situation, die nicht gut für mich läuft? Im Fußball oder im Sport könnte man sagen, ein 0 zu 2. Also ich liege zurück. Was mache ich? Habe ich ein gutes Risikomanagement? Mache ich meine Position kleiner? Schließe ich sie vielleicht? Wechsle ich meine Strategie? All das sind Fragen, mit denen wir uns als Trader auseinandersetzen müssen. Aber auch Manager geben uns das ein oder andere mit. Ich habe hier auch jemanden, den viele von euch vermutlich kennen, Max Eberl von Borussia Mönchengladbach. Und ich habe ihn deswegen genommen, weil ich ihn in meinem Buch interviewt habe. Ich bin sehr dankbar dafür, dass so ein vielbeschäftigter Mensch sich dafür die Zeit nimmt. Und ich habe ihm die Frage gestellt: Trader sitzen vor Monitoren und haben oft das Gefühl, ihre Ergebnisse nicht selbst steuern zu können, obwohl das mit einem Mausklick möglich wäre. Sie als Sportdirektor haben tatsächlich keinen großen Einfluss auf das Geschehen auf dem Platz. Sie erleben möglicherweise beim Zuschauen innerhalb von Minuten emotionale Achterbahnfahrten. Und das ist das, was man bei Tradern oft beobachten kann. Man sitzt da, man wird auch das, man sitzt tatsächlich, obwohl man sich eigentlich eher bewegen müsste, um das Ganze drumherum ein Stück weit loszuwerden. Und da habe ich einfach mal gefragt, wie gelingt Ihnen dabei zu entspannen, entspannt zu bleiben, und haben Sie praktische Tipps? Und seine Antwort war, um ehrlich zu sein, es gelingt mir nicht. Und das ist eine Erkenntnis, die, und darum geht es mir eigentlich nur, ihr seht das hier, was rot ist, wir müssen ehrlich zu uns sein. Bin ich ein unaufgeregter Trader? Kann ich das von mir behaupten? Gelingt es mir dann letztlich, damit umzugehen? Und die Frage ist, wie schnell bekomme ich mich wieder in den Griff? Das ist eigentlich das, worum es geht, auch beim Trading, dass ich
danach dann auch gute Entscheidungen fällen kann. Denn es sind oft nicht nur die Verluste, die uns, sagen wir mal, trostlos zu weiteren Entscheidungen führen, sondern es sind oft auch Gewinne, die euphorisieren, wo man unachtsam wird, wo man zu viel Kapital einsetzt, wo man sagt, jetzt kann ich gleich mit dem Doppelten daran gehen. Das ist eine komplexe, spannende Materie. Aber was kann ich von Managern insbesondere lernen? Verantwortlich zu handeln, die haben einen Investitionsplan. Das auch sollte jeder Trader für sich organisieren. Gehen bewusst mit der Informationsflut um, ein Thema, mit dem wir uns wirklich immer wieder auseinandersetzen müssen. Sie erkennen Trends, sie haben eine hohe Lesekompetenz, sie wissen also, was ist wichtig und erkennen vielleicht auch, und das ist auf uns Trader gemünzt, im Chart, worauf kommt es hier gerade an? Sie sind motiviert, anpassungsfähig und vor allem dieser Punkt entwicklungsfähig. Das ist das, was den meisten von uns zum Verhängnis wird, dass wir etwas immer wieder machen und wenn es uns nicht gut tut, es trotzdem weitermachen, weil das ist die einzige Antwort, die das Hirn als Handlungsanweisung in dem Augenblick hat. Das Gehirn unterscheidet nicht, ich habe einen Gewinner-Trade gemacht oder ich habe einen Verlierer-Trade gemacht. Das Gehirn unterscheidet nur mein Verhalten, das ich möglicherweise in bestimmten Situationen wiederhole. Und als Manager weiß man auch, wann vielleicht auch mal Schluss ist. Also sprich, eine Position zu schließen. Und vor allem bilanzieren Sie, Sie gucken, was habe ich auf der Einnahmen- und auf der Ausgabenseite. Es kann nicht sein, dass ich 3, 4, 5 Jahre trade und dann immer noch behaupte, ich bin gerade in der Lehrzeit. Das kostet halt, Lehre kostet. Es gibt viele, viele Gedanken, Glaubenssätze, die angehende Trader und Anfänger von sich geben, wo man nur mit dem Kopf schütteln kann. Die sind oft limitierend und die sind nicht darauf ausgerichtet, dass ich am langen Ende erfolgreich bin. Sehen und hören hin, auch das ist wichtig für einen Chart, denn das ist mit das Wichtigste, auf das wir blicken. Wir schauen auf unseren Monitor, wir haben einen Chart und manch einer kommuniziert mit dem Chart und mit dem Umfeld ein bisschen schief. Denn viele, wenn ihr einen Chart seht, weiß fast jeder, da schließe ich mich ein, sofort, wo die Reise hingeht. Jeder bildet sich das ein. Aber wir wissen es natürlich nicht. Manchmal sind es Erfahrungen, die es nahelegen. Manchmal ist es Intuition. Manchmal ist es aber auch einfach nur, ich muss mich zwischen Long oder Short entscheiden, ohne zu vergessen, dass ich überhaupt nicht traden muss. Schiedsrichter spielen eine besondere Rolle. Ich habe hier Markus Schmidt abgebildet, der Schiedsrichter, der am Ende dieser Saison in Ruhestand, in den Wohlverdienten geht und bis dann der Schiedsrichter sein wird. Deswegen habe ich unter anderem auch ihn genommen, aber auch er hat ein Interview und Du bist Trader gegeben, der dann die meisten Erst- und Zweitligaspiele gepfiffen haben wird. Auch das eine herausragende Leistung in der heutigen schnelllebigen Zeit. Aber was können wir von Schiedsrichtern lernen? Wir müssen als Trader oft schnelle Entscheidungen fällen und dafür brauchen wir ein gutes Regelwerk, um diese Dinge vernünftig am langen Ende auch erfolgreich zu entscheiden. Damit meine ich nicht jeden einzelnen Trade, sondern möglicherweise natürlich die Summe der Trades. Und vielfältige Erfahrungen sind dabei hilfreich. Was ein Schiedsrichter aber genauso macht wie wir Trader, er beurteilt eine Situation von außen. Er ist weder der Ball noch der Spieler. Er ist derjenige, der etwas sekundenschnell entscheiden muss. Und das müssen wir auch. Und das, was ihm in den meisten Fällen auf jeden Fall nachgesagt werden kann, einem Schiedsrichter im Allgemeinen, der ist unparteiisch. Und das sehe ich bei vielen Tradern nicht. Sie halten Long oder Short in Situationen für wahrscheinlicher. Natürlich kann man mit Statistik, man kann mit alten Ereignissen, man kann mit Historie argumentieren. Dennoch, es ist wichtig, auch hier eine gewisse Neutralität zu behalten. Eine realistische Einschätzung und ich muss mir selber auch irgendwann mal sagen, da muss ich mir mindestens eine gelbe Karte zeigen für die Nummer, möglicherweise auch eine rote. Das heißt, ich muss auch mal ein paar Tage aussetzen für das, was ich da gerade fabriziert habe. Schiedsrichter sind körperlich fit, die sind Leistungssportler, die machen ständig irgendwelche Dinge, die vom DFB beispielsweise vorgegeben sind. Und bei manchem Trader steht, ich sag mal, Junkfood und wenig Bewegung auch im Vordergrund. Das liegt natürlich auch an dieser sitzenden Tätigkeit. Von daher immer für Ausgleich sorgen. Diese Unterstützung, die ein Schiedsrichter hat, die fehlt uns oft. Wir können uns nur selber kontrollieren. Da komme ich zu diesem Thema nochmal, wie ich mir mein eigenes Vorbild schaffe. Ich muss mein eigenes Vorbild sein. Schiedsrichter haben Unterstützung, die werden im Nachhinein auch gecoacht. Auch ein wichtiger Punkt, das sage ich nicht, weil ich
als Trader-Coach arbeite. Ihr könnt euch auch selber coachen, ihr könnt mein Buch lesen, ihr könnt aber auch eure Bekannten und Freunde nehmen, die euch mal wirklich ehrlich in diesen Situationen die Wahrheit sagen und euch einfach nur das spiegeln, was ihr tut. Leistungsprüfungen wäre mal gut, wenn jeder sein Trading-Tagebuch auch vorlegen könnte. Das würde schon mal helfen, um sich selber gut unter die Lupe zu nehmen. Von Tradern und von denen, die wirklich erfolgreich sind, die seht ihr oft gar nicht. Die sitzen zu Hause, die machen ihre Trades, die sind auch nicht auf großen Veranstaltungen in dem Sinne unterwegs. Da findet ihr die vielen, die in dieser Finanzentertainment, aber auch Informationsgesellschaft unterwegs sind und euch natürlich inspirieren können. Aber die vielen, die einfach nur zu Hause sind und vor sich hin traden, die kriegt ihr gar nicht mit. Die kriege ich natürlich als Trader-Coach immer mal wieder vor die Linse und da gibt es Menschen, die sind sehr, sehr erfolgreich. Was wir von Tradern lernen können, ich habe das hier mal nur sehr plakativ gemacht. Wir müssen unsere Gedanken beieinander halten, wir müssen physisch gut beieinander sein, wir sollten gucken, ob nicht irgendwelche Informationen, die in unserem System gespeichert sind, uns Ärger machen. Aber physiologisch auch auf der körperlichen Ebene im Sinne von, wenn es um Nahrung geht, wenn es um Stoffwechsel geht, das sollten wir auch gut beieinander haben und wir sollten mit uns im Reinen sein, wenn wir traden. Wenn ich denke, ah, gegen eine Firma wetten, das ist nicht gut oder meine Oma hat immer gesagt, traden funktioniert gar nicht, mach lieber was ehrliche Arbeit ist, dann seid ihr möglicherweise in Dingen gefangen, die am langen Ende dem Trading, eurem persönlichen Trading nicht förderlich sind. Und letztlich kommt noch dazu, dass ihr emotional das wegstecken könnt, was ihr tut. Und da spielt natürlich auch die Höhe des Risikos eine Rolle. Denn wenn ich einen Verlust, und das muss ich immer kalkulieren mit jedem Trade, wenn ich verliere, muss ich den auch emotional verarbeiten können. So, und nun gehen wir mal in die Trading-Praxis. Da hat der Mike viele spannende Sachen mitgebracht und lasst euch da begeistern. Soweit von mir und nachher gibt es noch spannende weitere Sachen zu diesen Themen. Und vielen Dank dir schon mal. Bevor ich jetzt mit der Trading-Praxis anfange, vielleicht noch ein Punkt, den ich noch gerne ansprechen möchte. Bei einer Folie, die du vorhin gezeigt hast, da hast du auch gesagt, dass die Intuition auch wichtig ist oder wichtig sein kann. Und hast das ja auch mit einem DAX-Konzern und einem Konzernchef verglichen. Und das ist vielleicht nochmal das Wichtige, um das klarzustellen. Ich höre auch immer wieder von vielen Anfängern, dass sie doch intuitiv das und das gemacht haben. Das Problem dabei ist aber, man kann nur Intuition haben, wenn man auch Erfahrung hat. Und wenn man gerade frisch dabei ist, dann hat man noch gar keine Erfahrung. Und dann, wenn man irgendwie Charts schaut und jetzt gehe ich mal rein, jetzt gehe ich mal raus und so weiter, dann hat man ohne Erfahrung irgendetwas gemacht und dann ist das nicht intuitiv, sondern impulsiv. Und das wollte ich nur noch mal klarstellen. Ich hoffe, das siehst du auch so. Dem ist nichts hinzuzufügen. Alles gut. Genau Okay. so. Ja, wichtiger Punkt. Ja, ich mache mich jetzt mal wieder zum Moderator und übertrage meinen Bildschirm und dann gehen wir auch in die Praxis. Auch ein bisschen Theorie ist noch mit dabei, aber das ist sicherlich auch wichtig im ersten Webseminar heute. Und ich habe mal die andere Seite eingenommen. Raimund hat jetzt gerade viel übers Trading gesprochen. Ich möchte auf die andere Schiene mal wechseln und dass wir uns auch das Thema Investing anschauen und auch so ein paar grundlegende Unterschiede, die Raimund schon einmal angerissen hat, die ich jetzt gleich nochmal etwas vertiefe. Erst einmal habe ich hier eine ganz grobe Folie mitgebracht, dass es ja verschiedene Produkte gibt und einige, die mehr oder auch überhaupt nur fürs Investing auch gut sind und andere, die beim Thema Trading auch eine übergeordnete Rolle spielen. Anleihen zum Beispiel, die würde ich hier fast per se in die Richtung Investing packen. Vielleicht ist der ein oder andere Jüngere heute dabei. Vielleicht derjenige, der noch Anfang 20 ist oder so, der kann das ja mal kurz in den Chat hineinschreiben. Aber es gab auch schon mal Bundesanleihen, die auch eine positive und auch große Rendite abgeworfen haben, was den Zins angeht. Das ist ja schon länger nicht mehr so. Raimund, du kannst dich da noch besser dran erinnern als ich, aber Danke.
Stimmt, ja, Aber definitiv. Deswegen habe ich auch das Beispiel, um das kurz noch zu sagen, dass man zu meiner Zeit, als ich jünger war, konnte man mit Emerging Market Fonds 12% machen, regelmäßig. Man bekam Zinsen, das sind ganz andere Situationen, aber ich bin da mal schon mal wieder zurück. genau so ist es. Und damals waren Anleihen eben auch noch teilweise viel lukrativer auch als Aktien, wenn man noch mal ein paar Jahrzehnte zurückblickt, denn da hat man einfach mehr Zinsen sozusagen, mehr Performance am Ende des Tages einfach durch das Kaufen und Liegenlassen von Staatsanleihen beispielsweise bekommen. Fonds, klar, die sind häufig auch eher zur langfristigen Anlage gedacht. Das sieht man auch in den Fondsprospekten, wo dann drin steht, mindestens 3 Jahre Anlagedauer oder mehr. Dann hat man noch Anlagezertifikate, die entweder auch einen Coupon abwerfen oder an einem Basiswert quasi 1:1 partizipieren, beispielsweise als Tracker-Zertifikate. Und dann kommen wir so in diese hybride Geschichte. Das kann man sowohl fürs Investing, aber auch fürs Trading nutzen. Das sind Aktien, das sind ETFs, also passive Fonds, die zum Beispiel einen Index abbilden oder die sogenannten Smart Beta ETFs, die eben bestimmte Dinge fundamentaler Art zum Beispiel auch mit drin haben. Und dann ist die große, weite Welt der Hebelprodukte auch noch da, die in der Regel auch nur fürs Trading geeignet sind, von Optionsscheinen über Knockouts, CFDs und dann sicherlich auch Futures und Optionen für diejenigen, die A, mehr Kapital und auch B, noch mehr Erfahrung haben, dafür da. Das so als grober Abriss dafür, wo wir uns da eigentlich bewegen. Und da ist es dann eben auch wichtig, die richtige Auswahl zu treffen, um hier entweder auf der Investing- oder auf der Trading-Seite auch unterwegs sein zu können und auch vernünftig unterwegs sein zu können. Raimund hat es vorhin auch schon angesprochen, Unterschiede beim Investing und beim Trading. Wichtig sind unterschiedliche Verhaltensweisen, damit man eben beides auch gut grundlegend richtig machen kann. Ich habe einfach mal 3 Kategorien mitgebracht. Einmal die Dauer, dann sozusagen der Kompass, wie man sich orientieren sollte, um Entscheidungen zu treffen. Und dann eben auch noch die Ziele, die man damit eigentlich hat. Beim Investing ist es eher langfristig ausgelegt. Ich habe es jetzt mal da gelegt mit einer Haltedauer von über einem Jahr. Oder eben, wie es Warren Buffett auch mal gesagt hat, also am liebsten würde ich eine Aktie kaufen und nie wieder abgeben, dass man also quasi eine unbegrenzte Haltedauer hat. Und der ist ja zum Beispiel ja auch sehr groß geworden mit Coca-Cola und hat die ja auch schon vor Jahren, Jahrzehnten gekauft und hält sie bis heute noch in seinem Portfolio. Beim Trading ist es eher kurzfristig. Hier haben wir eine Haltedauer eigentlich von in der Regel kleiner als einem Jahr. Vom Daytrader bis hin zum Swingtrader hat man also alles dabei, ob man quasi innerhalb eines Tages nur kauft und verkauft, über mehrere Tage, mehrere Wochen oder Monate zum Beispiel. Also alles sozusagen auch vertreten. Und wenn man einen Trend so lange mitgeht, wie er eben besteht, kann es auch mal mehr als ein Jahr auch sein. Der wichtigste Unterschied, der aus meiner Sicht sehr häufig vernachlässigt wird bei vielen Anlegern, bei vielen Tradern, der Kompass, den ihr hier in der Mitte seht, die Entscheidungsfindung für ein Investment, gegen ein Investment, also wenn man wieder aussteigt, und auch fürs Trading und für und gegen die Position sollte grundverschieden sein. Beim Investing idealerweise eine qualitative Entscheidungsfindung, beim Trading eine quantitative Entscheidungsfindung. Was meine ich damit? Ganz einfach gesprochen, ich will mir keine Luschen ins Depot legen. Ich will mir jetzt nicht solche, ich sage es jetzt mal, weil es aktuell ist, solche Vereine wie Schalke 04 ins Depot legen, die 8:0 gegen Bayern München verlieren, sondern einfach auch erfolgreiche Firmen, für diejenigen, die jetzt Schalke-Fan sind, das entschuldigt bitte, aber ein ganz aktuelles Beispiel eben. Und ich möchte also Erfolg haben und erfolgreiche Firmen haben, die mir eben meine Ziele auch verwirklichen können. Und das sollte beim Investing sein, ein konstanter Cashflow, sprich zum Beispiel Dividenden, die ich regelmäßig bekomme und dazu eben auch Kursgewinne, dass also das Unternehmen wachsen soll, im Kurs wachsen soll und mir dann eben am Ende der Periode irgendwann mal Gewinne auch
wirklich liefern kann. Und genauso qualitativ muss dann die Entscheidung wieder sein, ein Unternehmen, eine Aktie zum Beispiel rauszuwerfen, nämlich wenn bestimmte Dinge nicht mehr gegeben sind, die aber Voraussetzung für meinen Einstieg waren. Kommen wir gleich auch nochmal beim Beispiel drauf. Beim Trading ist es eher quantitativ. Da achte ich auf den Kurs, da achte ich vielleicht auf den übergeordneten Trend, da achte ich auf die Branche, die vielleicht gerade gehypt wird oder sonstiges, um einzusteigen. Schaue mir Breakout-Situationen an, schaue mir Chartsignale an, schaue mir eben solche Sachen an, um den Einstieg vorzubereiten. Und dann habe ich eben auch genauso quantitativ den Ausstieg wieder. Sprich, harte Zahlen, wenn ich einen Verlust von X Euro gemacht habe, muss ich raus. Das verknüpfe ich eben natürlich auch am Chart beispielsweise mit auch klaren Zielen, kurstechnisch gesehen, wo es nicht runterfallen sollte. Und hier kann ich dann zum Beispiel auch mit Stops arbeiten, mit einem Stop-Loss, was ich aber beim Investing eigentlich nicht machen sollte. Denn hier möchte ich ja langfristig auch Dividenden kassieren, Kursgewinne haben. Im Trading möchte ich eigentlich nur Kursgewinne haben, wenn ich zum Beispiel Aktien trade und da ist mal auch der Dividendenstichtag dabei, dann nimmt man den natürlich auch gerne mit. Habe ich jetzt mal was mitgebracht, eine sogenannte Core-Satellite-Strategie, wie man hier auch unterschiedlichste Bedürfnisse, die man vielleicht hat beim Investing und aber auch beim Trading, wenn man sich so ein ganzes Portfolio zurechtlegt, auch beachten sollte. Wir haben in der Mitte den Kern, das Herzstück sozusagen eines Portfolios, was, wo wir auch gleich drauf kommen sollten, auch entsprechende Charakteristika vorweisen sollte. Und da drumherum, da bastel ich mir kleinere Satelliten, die mit weniger Kapital entsprechend auch ausgestattet sind als das Kernportfolio und wo ich dann unterschiedlichste Themen auch mit bespielen kann. Das könnte wie oben zu sehen sein, eine Momentumstrategie sein, dass ich auf Aktien oder auf ETFs oder sonst was setze, die gerade eben auch eine gewisse Stärke haben. ETFs zum Beispiel, weil sie in bestimmten Branchen sind, aktuell ja zum Beispiel erneuerbare Energien sehr, sehr stark, wenn man auf den Chart schaut, auf viele verschiedene Unternehmen und Aktien. Dann zum Beispiel so eine Value-Strategie, dass man sich die Aktien raussucht, die so ein bisschen unterbewertet scheinen und dort dann eben auch zugreift. Und auch Trading-Strategien, die würde ich jetzt nicht sozusagen, wenn ich jetzt ein Potpourri an Strategien habe, entsprechend im Kern sehen, wenn ich Anleger und Trader bin, sondern eben ein Baustein sollte es sein, ein Satellit sozusagen, wo ich dann verschiedene Trading-Strategien auch umsetze. Und links sehen wir dann auch noch Branchen und Themen, dass man dann in verschiedenste Branchen auch mal gezielt investiert, ob es jetzt Digitalisierung, ob es künstliche Intelligenz oder sonstiges ist, das als Beispiele. Ja, und der Kern, wie der ausgestaltet sein soll, das sehen wir hier. Vier Eigenschaften, die da eigentlich unabdingbar für sind. Verlässlich, stabil, aufwandsarm und lukrativ. Alles das muss man versuchen zu verbinden, kann man auch verbinden. Und das sorgt dann eben dafür, dass mein Kernportfolio, wo in der Regel auch am meisten Kohle sozusagen drin ist, am stabilsten läuft, mir trotzdem eine Performance bringt und ich nicht jeden Tag so sorgenvoll draufblicken muss. Und wie man das eben auch gestalten kann in diesem und in den kommenden Webseminaren, wird dazu auch einiges sein. Ich habe euch jetzt mal mitgebracht, die Top 10 Aktiensparpläne beim S-Broker, die die Kunden vom S-Broker quasi für sich aufgesetzt haben und dann monatlich oder auch zweimonatlich, quartalsweise, wie auch immer, diese Aktien besparen. Und da sehen wir jetzt verschiedene Aktien. Wir haben die BASF oben links, daneben die Coca-Cola, dann Daimler, Deutsche Post, Fresenius, Deutsche Telekom, Royal Dutch Shell, E.ON, Lufthansa und auch die Deutsche Bank. Und beim Thema Aktiensparplan oder Sparplan an sich, wenn man das ja monatlich macht, dann
wird es häufig auch gemacht von demjenigen, der es eben tut, dass man einen Cost-Average-Effekt hat, weil man eben sich vielleicht nicht zutraut, auch zu sagen, okay, ich kaufe jetzt da, wo es relativ günstig ist und es ist dann vielleicht auch günstig, dann geht der Kurs nach oben und da habe ich meinen vollen Kapitaleinsatz, sondern hier wird der Kapitaleinsatz eben gestückelt über einen gewissen Zeitraum und man investiert dort eben immer wieder mal zu einem höheren, mal zu einem niedrigen Kurs und das ist dann der sogenannte Cost-Average-Effekt, dass man immer mal wieder auch tiefer einsteigt, dafür mehr Stücke bekommt und so weiter und davon dann langfristig profitieren kann. Nun sei aber auch dazu gesagt, wenn man sich jetzt die Royal Dutch Shell anschaut, im Sinkflug seit eigentlich, ich weiß gar nicht, 3, 4 Jahren, seit 2017, glaube ich, als sie bei 30 waren, jetzt sind sie noch bei 11. Also wenn es nur runter geht, da hilft auch der beste Cost-Average-Effekt nichts, denn dann kommt man eben auch nicht mehr auf einen grünen Zweig. Oder auch bei der Deutschen Bank seit 2005 oder 2006, wo sie noch bei 100 waren, da sind sie meilenweit von entfernt. Man spricht als Anleger dann schon von einem Totalverlust. Die haben nämlich mehr als 90% Verlust gemacht. Wir sind nur noch bei 7 und bis es da mal wieder bergauf geht, da scheint es eben auch noch in den Sternen zu stehen. Und da muss man dann eben auch drauf achten. Die Lufthansa ist jetzt auch ein Beispiel. Es gibt viele, die bei der Lufthansa zugegriffen haben in den letzten Wochen und Monaten, obwohl eine schlechte Nachricht nach der anderen dran gereiht wurde. Es ist natürlich ein sehr bekanntes Unternehmen, aber gerade durch die Corona-Krise sehr, sehr in Mitleidenschaft gezogen, mehrfach schon Staatshilfe in Anspruch genommen und das muss ja irgendwann erstmal zurückgezahlt werden. Dazu kommt auch noch, dass sie möglicherweise auch nochmal eine Insolvenz anmelden müssen und das ist dann die tatsächlich schlechteste Nachricht, die man hier überhaupt erleben kann und trotzdem greifen eben viele zu. Das wird wahrscheinlich Jahre dauern, wenn sie sich überhaupt davon erholen kann. Und wenn man sich so diese ganzen Aktien anschaut, auch so eine E.ON, gar nicht so gut. Hier sehen wir eigentlich nur zwei, drei Vertreter, die konstant auch mal gestiegen sind unter Schwankungen. Das ist einmal die Coca-Cola und die Deutsche Post, die hier auch, ich habe es immer so 15 Jahre zurück, den Chart, also bis 2005, die Deutsche Post, die eben hier auch noch kontinuierlich gestiegen ist und auch noch mal kurz vor einem neuen Mehrjahreshoch und 15-Jahreshoch zumindest steht. Das sind quasi die einzigen beiden, die so relativ konstant mit eben hier auch relativ starken Schwankungen immer mal wieder, aber trotzdem gestiegen sind. Die Fresenius schwächelt jetzt hier auch schon seit 3, 4 Jahren. Also muss man hier auch sagen, wenige davon, die sich fürs Kernportfolio tatsächlich eignen. Wir brauchen eben einen konstanten Cashflow bei Investments. Das ist erreichbar durch Dividenden zum einen. Vermeintlich sichere Aktien mit jährlicher Dividendenausschüttung haben wir da. Und wir hatten ja vorhin die E.ON gesehen. Ich habe euch da mal ein Beispiel mitgebracht. Wenn wir die vor 15 Jahren gekauft hätten, Anfang 2005, da stand sie irgendwo bei 22 Euro. Und wir das jetzt heute vergleichen mit dem Kurs heute oder gestern, der war bei 9,40 Euro. Hat man alles andere als einen Kursgewinn gemacht, sondern einen Kursverlust von fast 60% oder 12,60 Euro pro Aktie. Jetzt sagt der ein oder andere vielleicht, jawohl, aber die Dividenden, die haben mich doch gerettet. Ja, die haben mich gerettet, sodass ich nicht mal 40 Cent oder 41 Cent, um genau zu sein, nach 15 Jahren an Verdienst gehabt habe, vor Steuern. Wenn man den Kursverlust und die Dividenden dann eben dagegen rechnet. Sprich, damit hätten wir 1,86% Performance gemacht. Wenn man das auf eine durchschnittliche Jahresrendite rechnet, dann sind wir bei 0,2% PA. Also die E.ON, die auch so, sich immer mal wieder gerühmt hat, mit hohen Dividenden. Dafür musste sie aber irgendwann auch den Preis zahlen. Und es hat sich eben bei der E.ON, genauso wie bei der RWE vor einigen Jahren, fundamental was geändert. Kohleausstieg, Energiewende und so weiter. Und das hätte dann zum Beispiel der Trigger sein müssen, dass spätestens dann so eine Aktie aus einem solchen Portfolio auch rausfliegt.
Also keine Kursstabilität und wie man dann hier jetzt auch noch sieht in der Tabelle in der Mitte, ziemlich schwankende Dividenden, mal mehr, mal weniger. Das ist alles andere als verlässlich. Besser da vielleicht so eine Münchner Rück. Auch das habe ich mal mitgebracht, wenn man da Anfang 2005 gekauft hätte zu 90 Euro. Und der Kurs gestern, der war bei 222,50 €. Da hätte man 147% Kursgewinn gemacht. Und dazu kommt auch noch ein Dividendenertrag von 107,5%, wenn man das auf den Einstiegskurs berechnet. Und hier sieht man eben alles das, was man eigentlich braucht. Wenn man hier rein auf diese Zahlen sich stützt, ein Kursgewinn und eben ständig steigende auch noch Dividenden. Also konstant gehaltene Dividenden oder steigende Dividenden, das sind so das i-Tüpfelchen dabei. Und die Münchner Rück hat hier seit 2005 eigentlich kontinuierlich die Dividenden auch steigern können. Und so kommt man da dann eher auf eine sehr positive Zahl, nämlich eine durchschnittliche Jahresrendite von 8,51% bei der Münchner Rück. Das schlägt sogar den DAX, der nur um die 7% Zuwachs auch machen konnte. Und das ist eigentlich ganz witzig. Ich habe diese beiden, E.ON und Münchner Rück, und deswegen habe ich die heute auch mal mitgebracht, 2016 mal in einem Webseminar dabei gehabt. Und immerhin, die E.ON konnte seitdem um 40 Cent zulegen. 2016 zum Zeitpunkt des Webseminars war sie bei 9 Euro. Jetzt ist sie bei 9,40 €. Die Münchner Rück war irgendwo bei 151 Euro, glaube ich. Jetzt ist sie bei 222. Also das, was ich damals schon gesagt habe, hat sich auch bis heute einfach so verfestigt und widergespiegelt. Jetzt habe ich euch noch eine Kleinigkeit mitgebracht, die zeigt, dass man ziemlich leicht den DAX schlagen kann, wenn man aktives Portfolio-Management betreibt. Ich sage es mal ganz relativ einfach und gebe vorab den Hinweis, dass ich diese Strategie selbst nicht einsetze und ich sage euch auch gleich, warum. Man nimmt hier die 50 von der Marktkapitalisierung her größten Aktien Deutschlands, schaut sich die an. Ich habe mir die seit 2005 angeschaut. Und man macht eine Rangliste immer wieder quartalsweise nach einem niedrigen Beta, sprich wie schwankungsintensiv ist eine Aktie im Vergleich zum Vergleichsindex wie dem DAX und die Performance, die die Aktie gemacht hat, beides jeweils auf Basis der letzten 60 Handelstage. Einstiegskriterien sind, ich will eine Dividendenrendite von 1% mindestens, das 60-Tages-Beta soll zwischen 0 und 1 liegen, wenn es kleiner als 1 ist, schwankt die Aktie weniger als der DAX. Und die Performance der letzten 60 Tage soll größer als 0% sein. Umschichtung, wie gesagt, quartalsweise oder aber man verkauft eine Aktie, wenn sie von einem 60-Tages-Hoch wieder 12% verloren hat und das Beta 60 Tage, das sollte eben kleiner als 1,05 sein, wenn man sie im Portfolio belassen möchte. Und dann kommt man eben auf Zahlen, die relativ beeindruckend sind. Der DAX hat ungefähr in dem Zeitraum 200% Performance gemacht. Oben drüber steht dann die des Portfolios. Das wären 770% gerundet gewesen. Die jährliche Performance wäre 14,72%. Die des DAX ist 7,2%. Es kommt der Drawdown, sprich, wie viel hat dieses Portfolio oder auch der DAX von seinem Hoch auch mal wieder in der Spitze mal verloren. Beim DAX waren es 54,77%. Das war die Finanzkrise. Hier bei dem Portfolio leicht besser, aber immer noch 48,56%. Anzahl der Trades in den 15 Jahren oder mehr als 15 Jahren waren 676. Hier muss man eben dazu sagen, der Drawdown ist mir hier noch viel, viel zu hoch. Deswegen würde ich eine solche Strategie persönlich nie einsetzen und erst wenn man den signifikant runterbringt auf mal mindestens die Hälfte dessen, würde ich eine solche Strategie einsetzen. Und was eben auch noch dazu kommt, natürlich vergangenheitsmäßig gerechnet, hier haben wir die beiden Kurven, oben diese Kurve des Portfolios, unten die des DAXes.
in der Vergangenheit ist es so passiert. Ob es in der Zukunft auch noch so weitergeht, weiß man natürlich nicht. Und was auch noch dazu kommt, der Survivorship Bias, der wurde nicht eliminiert. Das heißt, diejenigen, die 50 Aktien, die heute am größten sind, die wurden eben auch 2005 genommen, um hier diesen Test zu machen, den ich hier euch zeige. Aber nichtsdestotrotz sieht man wenig Aufwand, eine solche Strategie sich zu kreieren, die zumindest von der Performance her schon mal besser abschneidet als der DAX. Und wo man dann, man hat zwar 40 Trades ungefähr im Jahr, aber das auf den Monate runtergebrochen sind dann drei. Das hält sich ja auch noch sehr stark in Grenzen. Ein Buchtipp, was so ähnlich ist, das ist High Returns on Low Risk von Pim van Vliet. Also neben Raimunds Buch, was auch sehr empfehlenswert ist, das hier, wenn man hier das Thema geringes Risiko mit dazu nehmen möchte, das ist auch sehr, sehr stark. Und Pim van Vliet hat das auch sehr, sehr gekonnt geschrieben. Das liest sich gut. Und von daher, ich habe es selbst gelesen, ich kann das empfehlen. Ihr kriegt ja auch die Präsentation noch. Das heißt, das könnt ihr euch da in Ruhe nochmal anschauen. Raimund, jetzt zurück zu dir. Leider etwas überzogen, aber das ist jetzt ebenso. Und jetzt machen wir noch den Rest fertig. Ja, genau. Es ist ja ohnehin, wir haben einfach auch viel Stoff. Bei uns liegt einfach auch am Herzen, euch viel mitzugeben. Ich habe jetzt hier noch wenige Folien. Also es wäre gut, ihr würdet gerade bei diesem Thema noch kurz dabei bleiben. Wir haben, eingangs habe ich es erwähnt, wir haben, Mike und ich haben darüber gesprochen, wie man sich Dinge bewusst macht, die eigentlich im Unbewussten unterwegs sind. Und ihr wisst das alle, wir haben oft ein Gefühl zu irgendwas, wir haben eine Meinung und oft ist die gar nicht rational belegbar. Und beim Trading spielen bestimmte Dinge eine Rolle. Und ich habe euch hier einfach nur mal die Schlagworte mitgebracht, die wir uns da mal zu Gemüte führen und wo jeder mal für sich selber mal spüren kann. Trading-Spiel, die Lust am Spielen, Spielsucht. Das geht ineinander über. Angstbewusstsein, habe ich das überhaupt? Weil Trading ist virtuell, das Geld geht zwar verloren, aber ich spüre es vielleicht nicht so stark, als wenn man es mir vom Schreibtisch wegnimmt. Habe ich ein Bewusstsein für Grenzen? Kann ich Ziele und Stops setzen? Wie ist mein Bedürfnis nach Kontrolle, Harmonie und Sicherheit? Ist das durch Trading für mich gegeben, auch mit dem Risiko, was ich trade? Vertraue ich in das, was ich tue? Also habe ich was entwickelt, in das ich Vertrauen haben kann? Nehme ich bewusst wahr, fälle ich bewusste Entscheidungen und kommuniziere ich vor allem auch bewusst, auch mit dem Chart, also nicht nur mit mir selbst und anderen, sondern auch mit dem Chart und dann letztlich auch damit einhergehend, wie man letztlich bewusst lebt. So, jetzt hakt das hier gerade, warum auch immer. Dann muss ich mal, das ist ein Pech. Dann gehen wir nochmal hier hin. Ab aktueller Folie, da waren wir gerade. So, aber Trading und die Lust am Spielen, Spielsucht, da sind einfach auch Fragen wichtig oder Dinge, wo ihr euch mal Gedanken machen könnt. Warum Trading keine Arbeit ist? Für viele fühlt es sich nicht so an. Warum Trading ein Spiel ist? Es ist definitiv ein Spiel, auch wenn viele das nicht gern hören. Warum Trading eben auch süchtig machen kann und warum Sucht und Suche beim Trading eine Rolle spielen können. Also da kommen manchmal Gefühle und Gedanken nach oben. Da staunt man und vor allem, je höher das Risiko ist, desto skurriler kann das teilweise werden. Was lösen Gewinn, aber auch Verlust in mir aus? Was macht ein kleiner Gewinn? Langweilt mich das? Was macht ein großer Gewinn? Werde ich vielleicht unvorsichtig? Bin ich vielleicht euphorisiert? Und welche Folgen haben Gewinn und Verlust für meinen nächsten Trade? Eine ganz wichtige Geschichte. Kann ich mich an meine eigenen Regeln halten, wenn ich denn welche habe? Warum kannst du nicht aufhören zu spielen? Also, warum ist es schwierig, eine Grenze zu setzen? Das hat mit Lust, das hat mit Dopaminausschüttung zu tun. Da spielen unsere Nerven, unser Neurosystem spielt dabei eine große Rolle. Und letztlich fördert es aber auch das, was wir tun, unsere Kreativität. Oder ist vielleicht Trading nur Ersatz für ein Spiel, was wir vielleicht nie spielen durften oder für das, dass wir vielleicht in unserer Kindheit und Jugend schon viel arbeiten mussten und uns was dazu verdienen mussten, aber letztlich auch da
irgendwie die Leichtigkeit fehlte. Ich habe in jedem Webinar am Schluss auch ein Coaching-Tool mitgebracht für euch, wo ihr euch selber coachen könnt. Und in diesem Fall ein ganz einfaches. Ich habe den Selbstwertgenerator mitgebracht von Michael Bohne, den ich letztes Jahr kennengelernt habe. Der arbeitet in ganz anderen Bereichen. Das hat mit Trading nichts zu tun. Aber er hat etwas entwickelt, was ich spannend finde. Und ich zeige euch mal, wie das funktioniert. Er hat viele, viele Karten, die man in diesem Ringbuch quasi umblättern kann, und zwar dreierlei. Auf der linken Seite steht sowas wie ab sofort, unmittelbar, jetzt oder was auch immer. In der Mitte steht auch ein weiterer Text und auf der rechten Seite hier aufs Trading angepasst. Das kann sich jeder selber kreieren. Habe ich hier diesen Satz. Ab sofort fällt es mir leicht, mich an meine Stops zu halten. Also beispielsweise, wenn jemand keine Stops halten will. Warum muss man oder kann man sowas machen? Der Nutzen ist ganz einfach. Die Arbeit am Selbstwert ist für viele Trader wichtig. Warum? Einfach deswegen, weil der Selbstwert oftmals mit den Verlusten, diese Seite ist für euch, dass ihr es gut nachlesen könnt, versucht jetzt nicht mitzulesen. Ich sage es euch nur, worum es geht. Wenn wir verlieren, dann machen wir das oft, ankern wir das an unser Selbstwert. Wir denken, wir haben was schlecht gemacht, wir haben was falsch gemacht. Aber im Prinzip können wir beim Traden wenig falsch machen, außer dass wir unser Risiko und Money Management nicht im Auge haben. Denn am langen Ende entscheidet der Markt. Wir können noch so viel üben. Es entscheidet immer der Markt, ob es ein Gewinner oder Verlierer wird. Aber wie hoch der Gewinner und der Verlierer wird, das liegt ein bisschen auch an uns. Aber davon dürfen wir natürlich nicht unsere Stimmung, unsere Laune und schon überhaupt nicht unseren Selbstwert abhängig machen. Und insofern, wer viele Verluste oder auch mal größere Verluste, die möglicherweise auch in einem Schock münden, den wir noch lange spüren, der vielleicht auch richtig wehtut, insofern sollten wir immer auch daran arbeiten, dass es uns auf der Ebene gut geht. Was habt ihr heute erfahren? Trader sind vielleicht die besseren Anleger, vielleicht auch nicht. Das muss jeder für sich selber sehen. Regelmäßiges, maßvolles Trading führt zu einem Cost-Average-Effekt. Trader sollten kein Sitzfleisch haben. Also das heißt, ich muss mich auch mal bewegen. Wenn ich sehe, dass was nicht läuft, kann ich meine Position auch verkleinern oder ich kann sie sogar auflösen. Intuition crasht immer Strategie. Strategie crasht auch Intuition. Also denkt da mal drüber nach. Was heißt das für mich? Bin ich intuitiv? Bin ich ein Stratege? Trading ist Selbsterziehung und ersetzt die Freudsche Couch. Ihr müsst euch wirklich mit euren Ergebnissen auseinandersetzen. Da gibt es kein sollte, man könnte, sondern es ist wirklich notwendig. In dem Fall passt vielleicht der Anzeigentext weiblich oder männlich und unerfahren sucht Trading-Vorbild. Also schaut, wie ihr euch selber an dieser Stelle erzieht. Und wichtig ist, dass man sich nach einem Spiel, denkt an den Satz von Max Eberl, in dem Fall einen verlorenen Trade, schnell wieder in den Griff bekommt. Und auch wichtig, und das sollte auch eine Essenz von diesem Webinar sein, wieso du deinen inneren Trainer, Manager und Schiedsrichter aktivieren und regelmäßig schulen solltest. Denn langfristiger Trading-Erfolg hat viele Väter und Mütter. Und wenn es schon nicht die eigenen sind, die für uns da Vorbild sein können, bei ganz wenigen ist das der Fall, dann sollten wir sie finden. Und wer schon mal unsere Webinarreihen gehört hat, der weiß, am Schluss kommt immer die Weisheit unter der Lupe, die in diesem Fall vom 14. Dalai Lama kommt. Geschmeidig mit dem Leben umzugehen ist ein grundlegendes Rezept, um zur Ausgeglichenheit zu gelangen. Ausgeglichenheit, also wissen und darauf achten, wie man Extreme vermeidet, ist die wichtigste Grundlage des täglichen Lebens. Und das gilt natürlich erst recht im Bereich von Trading. In diesem Sinne bedanke ich mich fürs Zuhören, gebe zurück an Mike und freue mich auf eventuelle Fragen. Ja, Ramon, vielen Dank. Du könntest jetzt vielleicht noch mal kurz erwähnen, wo man die Präsentation runterladen kann, Ja, ich habe schon damit. eingeblendet, genau. Ihr geht Genau. einfach auf www.raimundschriek, also Vorname-Nachname.com slash SB für Sparkassenbroker 2020. Und da findet ihr die. Wundert euch nicht, auf meiner Webseite gibt es im Moment nicht so viel zu sehen. Die wird Ende November relaunched, aber ihr findet über diesen Link dahin. Ich habe auch dieses Mal kein Passwort verwendet. Ihr könnt sie einfach downloaden. Ihr findet dort einen PDF-File mit allem, was ihr eben gesehen habt. Raimund, danke dir dafür schon mal. Und interessant ist ja auch das Thema, ich warte hier noch, dass die Fragen gleich noch mehr reintrudeln, aber interessant ist ja das Thema Trader-Legenden. Und du hattest ja Jesse Livermore
auch angesprochen. Ich finde, Jesse Livermore eignet sich sowohl als Vorbild als auch als Abschreckung, wenn man so will. Denn er wird ja auch immer wieder erwähnt als der beste Trader seiner Zeit oder auch aller Zeiten, sagt der ein oder andere. Das kann ich nicht beurteilen. Er hat ja in den 20er Jahren und davor gelebt, also 1920, nicht 2020, und hat dort auch mal immer wieder Millionen verdient mit dem Trading. Er hat aber auch immer wieder Millionen verloren. Und das führte dann irgendwann dazu, dass er es wohl, so die Überlieferung und wie es in Büchern steht, eben auch nicht mehr sozusagen mit sich vereinbaren konnte und sich dann das Leben genommen hat, weil er einfach sozusagen das Auf und Ab seines Trading-Kapitals nicht mehr so wirklich mit ansehen konnte. Und von daher, zum einen hat er immer wieder es geschafft, Millionen anzusammeln, er hat sie aber auch immer wieder verloren und ist dann eben tragischerweise durch sich selbst ums Leben gekommen, aufgrund eben des Tradings. Insofern finde ich immer auf der einen Seite ja, sicherlich ein Trader, bei dem man sich was abschauen kann, auf der anderen Seite aber auch, wo eine Abschreckung definitiv da sein sollte. So, Raimund, ich schaue noch mal auf die Fragen. Ja, Thema Anlegerfehler. Wie komme ich da heraus, wenn ich immer wieder die gleichen Fehler mache, ist hier eine Frage. Hast du da einen Tipp? Ja, bewusst üben oder mal zu riskieren, genau das Gegenteil von dem zu machen. Das Ganze auch mit, wenn ich was mache, mit weniger Risiko, um dann, wenn ich den Fehler mache, dass er nicht ganz so schmerzt. Also es gibt verschiedene Geschichten. Besser natürlich noch dahinter zu gucken, warum mache ich den und im Prinzip das Referenzereignis zu finden. Was gibt mir das an Nutzen? Worin ist der besondere Schmerz? Was habe ich im Prinzip auf einer anderen Ebene im Leben erlebt, was mich daran erinnert? Oder an welche Geschichte steckt dahinter? Das ist eine komplexe Geschichte. Auf jeden Fall Risiko minimieren. Einfach mal, obwohl es gegen die Überzeugung ist, versuchen, wie sich das Gegenteil anspürt und dann auf anderen Ebenen, und das sage ich immer wieder, nicht nur, dass ich das so mache, ich empfehle das meinen Klienten auch immer, wenn ich was begriffen habe, gucke ich, versuche ich immer noch eine Ebene darunter zu finden, denn meistens sind die Dinge vielschichtig, warum wir was machen. Und das Fatale ist, wenn wir etwas sehr oft gemacht haben, ist es natürlich umso schwieriger, aus der Nummer rauszukommen, obwohl die Neurowissenschaftler oder die Neurowissenschaft behauptet, man muss nur dreimal ein adäquates anderes Verhalten draufsetzen, dann hat man schon den ersten Reiz gesetzt, damit sich das Ganze dann in die andere Richtung entwickeln kann. Also komplexe Geschichte. Ja, Raimund, eine Frage noch, die ich auch ganz spannend finde. Wir hatten ja auch das Thema Ziele. Und wie ist das denn so, wenn du mal Klienten hast? Wie viele Klienten können dir von Anfang an sagen, wenn du jetzt so kommst, mal Butter bei die Fisch, was sind deine Ziele? Wie viele können das von Anfang an sagen und wie viele müssen sich erst dahin entwickeln, sozusagen? Also ich würde mal sagen, keiner. Also bis auf die, die als Profis, ich habe zwei, drei, die sind zu mir gekommen, da waren die schon professionelle Trader. Da musste ich, mit denen muss man über sowas nicht sprechen, aber sag mal, bei 95%, eigentlich mehr, hat keiner ein Ziel. Das heißt, das Wüsteste, was ich erlebt habe, dass einer zu mir gekommen ist und gesagt hat, ja, Sie können das doch, nun machen Sie mal. Also sprich, auch noch da die Verantwortung abzugeben. Ich denke mal, dass das Thema Ziele vielen gar nicht bewusst ist, was das wirklich bedeutet. Denn es gibt auch immer wieder so Sprüche wie, ich will 10 DAX-Punkte oder da muss ich das und das aus dem Markt rausholen. Ich muss einfach gucken, was kann mir der Markt überhaupt geben. Das ist so, wie wenn ich in den Wald laufe und es keine Pilze zu ernten gibt, beispielsweise mit einem Hochsommer. Da muss ich schon warten, bis Herbst ist, um mich da auch mal an meinem Gegenüber, in dem Fall dem Wald, dem Chart oder was auch immer, zu orientieren. Ziele im klassischen Sinne sind oft Wünsche, es sind Träume, es sind solche Dinge, aber klassische Ziele und wie man Ziele erreicht, damit hat sich fast niemand auseinandergesetzt. Aber oft auch natürlich nicht in anderen Bereichen des Lebens. Es plätschert dann oft. Also so ungefähr.
Ja, dann ist hier noch eine Frage reingekommen. Hin und her macht Taschen leer. Wie ist das mit den Gebühren? Also ja, es gibt natürlich genau diesen Spruch, hin und her macht Taschen leer oder auch ähnlich, ob long, ob short, das Geld ist fort. Das gibt es an der Börse und ich sehe auch häufig und auch häufig bei denjenigen, die noch nicht so lange dabei sind oder aber auch bei denjenigen, die lange dabei sind, aber wenig dazu lernen, dass genau das natürlich kommt, dass man zu viel tradet. Overtrading ist da ein Stichwort und dann fressen die Gebühren natürlich auch, Gebühren ist falsch, die Kosten fressen dann eben auch das Kapital auf. Und wenn man nicht erfolgreich ist und viel tradet, dann muss man erstens auch erkennen können, dass man nicht erfolgreich ist und zu viel tradet und das eben verändern. Und das kann nur ein Weg sein, auf den man sich machen muss. Am Ende des Tages muss man sich zu sich auch selbst ehrlich sein. Und wenn man das nicht schafft, dann ist man eben schon in einer sehr, sehr großen Falle unterwegs. Armand, hast du noch was zum Ergänzen? Ja, also mir ist wichtiger, ich bleibe flexibel und ich gucke, ob ich das, was ich da gerade tue, ob das rentabel ist und ob ich mich da nicht vielleicht verändern sollte. Der Knackpunkt bei all diesen Sprüchen ist, dass das situativ richtig und falsch sein kann. Es kann richtig sein, dass hin und her Taschen leer macht, wenn es zu viel ist, wenn ich das ständig mache, wenn ich wenig Geld habe, wenn ich hohe Gebühren habe als Beispiel. Oder hohe Kosten habe. Das sind alles Punkte, aber wenn ich für mich entscheide, hin und her macht Taschen leer, dann halte ich möglicherweise auch an einer Position fest, die mir nicht gut tut. Und ich bin mit diesen ganzen vermeintlich klugen Sprüchen sehr vorsichtig, weil sie eben in manchen Situationen sehr gut passen und ich achtsam sein muss, in anderen Situationen aber eben auch nicht und ich da dann angemessen reagieren muss. Also da muss man eine gute Balance finden. Und Trading ist halt was mit Flexibilität zu tun hat. Und insofern bin ich eher der Meinung, dass man sich bewegen sollte, wenn es nicht funktioniert. Dafür brauche ich Kriterien. Ich muss wissen, wann ich mich bewege und wie ich mich dann bewege. Das muss ich mir vorher überlegen, was ich mit einer Position mache. Also insofern so eine Sache. Also ist zu platt quasi als Spruch. Wenn auch teilweise richtig, aber dieser Spruch kommt ja auch aus Zeiten, wo es Kosten gab fürs Trading, die waren horrende. Das kann man ja mit heute auch nicht mehr vergleichen. Die es quasi heute nur noch in der Schweiz gibt. Das weiß ich nicht so genau, aber zumindest nicht bei uns und in den Staaten. Und damals musste man für einen Anruf musste man ordentlich bezahlen, für einen Fax. All das waren ja, ich weiß nicht, habe nicht mehr genau im Kopf, was damals Trades kosten. Das ist ja heute vergleichsweise gering. Ja, genau. Raimund, hier ist noch eine Frage und ich schließe diese Frage mit einer anderen Frage auch noch. Erstens, wann ist denn das nächste Webinar, Webseminar? Und zweitens, was ist denn das Thema das nächste Mal? Wir freuen uns schon übermorgen um 18 Uhr, also am Donnerstag auf euch. Und das Thema wird sein, wie ich eine Strategie aufbaue. Es wird da in gewisser Weise um Einstiegsregeln, Ausstiegsregeln, wichtige Begriffe wie auch der Drawdown, ist ein Wort, was heute ja auch schon gefallen ist, eine Rolle spielen. Und letztlich steht also Strategie, etwas mehr Strategie im Vordergrund als heute. Heute ging es ein bisschen mehr um Persönlichkeit. Und wir freuen uns auf Donnerstag, 18 Uhr. Wenn wir den zweiten Teil unseres Webseminars einfach handeln, effektiv handeln, mit euch gemeinsam haben. Genau, und ihr seid ja angemeldet, das heißt, ihr bekommt dann auch wieder die Erinnerung für Donnerstag, morgen Abend schon die Erinnerung und am Donnerstag eine Stunde vom Webseminar nochmal. Also ihr müsst euch auch nicht nochmal neu anmelden, sondern seid automatisch dabei. Genau, und wer vorher schon Lust hat, morgen gibt es dann mit mir Marktanalyse live. Da geht es dann um Charts, um auch technische Analyse und um zu schauen, welche Aktien, welche Werte sind denn gerade spannend und interessant? Da könnt ihr euch auch gerne dazuschalten. Hier gebe ich euch gleich mal den Link mit, damit ihr euch dafür auch anmelden könnt. Und ansonsten freue ich mich, wenn ihr auch am Donnerstag wieder dabei seid beim zweiten Teil unserer Reihe, einfach handeln, effektiv handeln.
Raimund, dir danke ich recht herzlich für den ersten Teil. Die Ausführungen, die waren wieder sehr spannend. Ich habe dir wieder gerne zugehört und freue mich schon auf Teil 2. Danke dir, Mike. Danke euch und einen schönen Abend. Genau. Schönen Abend. Tschüss.